Es war einmal südlich der Grasplantagen von Mittelerde, wo Elben, Zwerge, Menschen und Orks friedlich miteinander lebten. Weil sie böse abhängig waren, schmiedeten sie Widringe, die den Träger immer mit THC versorgten und ihm ein breites prägendes Leben verschafften. Aber Sauron, der Urkönig, übertrieb immer maßlos und baute sich einen Riesenbong und verrauchte stündlich tausende Tonnen Gras. Als das Weed eines Tages knapp wurde, sagte der Menschenkönig zu Sauron, Puffs Maul, worauf der Orkkönig den Krieg erklärte und sich Menschen und Elben gegen ihn und seine Armee verbündeten. Ey, warte mal, du hast was vergessen, Alter. Also ja, scheiße, stimmt. Leider. Leider mussten Menschen und Elben feststellen, dass Sauron aufgrund seines Mega-Widringes nahezu unendliche Macht besaß. Die einzige Möglichkeit, ihn zu besiegen, war, ihm den Ring zu entreißen und in den Flammen der Megabogen zu vernichten. Geht doch! Doch wollte den Ring verkaufen und zog mit seiner Verpiss dich, Mann! Und zog ja mit Karawane zum nächsten Beat Bazaar. Ach, ich meine Flohmarkt. Auf dem Weg wurde sie von fiese, gemeine Meuchelmörder böse zusammengehauen. Der Isildur bekam Angst. Was für eine Memme. Und versuchte in die See zu verstecken. Diese Gelegenheit nahm der Ring wahr. Und sich versteckte in die See auch. Später wurde gefunden von Ollum. Weil Drogen nichts gut für Mamushka, bekam er krass Bierschiss. Tut dir weh! Was sieht denn? Die
Bullen! Ey, Spasti, steh auf! Mach mal hier weiter, Lan! Der Ring konnte die ewige Scheißerei nicht ertragen, floh und wurde von Bilbo, dem ollen Schicksterminator, gefunden. Oh, fett. Hey, Polizei! Bleib sie stehen! Nein, nicht sie! Der Türke, der Türke! Frisst das, Bulle! Jebbe! Quack. 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 Was für ein Scheiß war das bei meiner Mücke? Hast du ein Problem? Quack. Alter, schon meine 5000 Watt Bass Machine gehört? Geht voll ab, Alter. Ich liebe dich. Schwucht, ey. Du stinkst aber echt wie mein Oma, deine Achsel. Ey, das Zeug, was ich hier gerade durchziehe, ne? Das ist von der übelsten Sorte, Alter. Das haut so rein, das glaubst du gar nicht. Ach komm, laber keine Scheiße, Alter. Das Zeug, was ich letztens geraucht habe, war viel geiler als dein Scheiß hier. Halt's mal. Ey, komm, du hast keine Ahnung, Gandalf, genau. Wenn du mal ein richtiges rauchen willst, ne? Muss man Opa fragen. Der hat echt das geilste Zeug in der Hood. Tolle Karte. Wir legen wir die erstmal weg. Hier hin. So. Jetzt erstmal ordentlich ein durchziehen. Brauche ich denn mein Zeug? Warte. Taschen? Nein. Scheiße, wo habe ich es hingetan? Verdammt. Wo ist es? Hier nicht. Da auch nicht. Scheiße, wo habe ich es hingetan? Na, da ist es auch nicht. Oh Gott. Scheiße! Ah. Da ist es. Schnee im Sommer. Ich träume von nackten Männern. Von deinem Zauberstab. Ich stehe auf alte Säcke wie dich. Ey Gandalf, ich will dich in Reizwäsche sehen. Wie war das? Ah, du hast mich schon verstanden, sonst gibt kein Dope, du Zauberer. Ich will dich morgen bei mir sehen, um 12, in Strafsitz. Kaum drei Haare auf dem Sack und schon eine Puffschlange stehen, wa? Ey Junge, ich glaube, du weißt nicht, wer ich bin. Ich bin Gabba Gandalf. Ich hab jetzt Bock auf Gabba. Was platzen so blöd, du fettes Stück Scheiße. Ey, willst du mich verarschen, Alter? Bist du jetzt Kommerz-Gandalf oder was? Ey, Gabba, Junge. Oh nee, die Drecksblagen. Na warte, euch mach ich platt. Feuer! Feuerwerk! Ach, schnell die Feuerwerk. Ich hab nur die getroffenen Pissblagen. Hau rein. Geh dir einen Wichsen. Ja, meinst du, was ich vorhab? Also wohnt der Dreckspusher. Aufmachen! Drogenfahndung! Ein Augenblick, ich komme gleich. Kooperieren Sie, uns wird Ihnen nichts geschehen. Ich hab nichts. Komm hierher. Ich brauch Zeug. Okay, dann komm mal rein. Don Bilbo hat vielleicht was für dich. Ich hab alles da, ich kann alles besorgen. Ich hab echt den kranksten Scheiß, den es gibt. Speed,
Hasch, Crack, Heroin, LSD, Ecstasy, Peace, Shit, Kokain, Gummibärchen, Pornos, Hardcore Bondage, SM-Spielchen. Snuff! Ey, Bilbo, du Lutscher. Deine Drecksbude stinkt genau wie deine Haare. Der Einzige, was hier stinkt, ist deine Sippe. Hä? Hä? Aufs Maul? Nee, lass mal stecken. Schluck erstmal runter, du Bastard. Deine Mutter schluck gleich. Diese arschgefickten Bullen. Wir wollen meinen Zauberring. Der Ring hat scheinbar magische Kräfte. Ich habe ihn damals vom scheiß Ollum abgezogen. Der hat die sonderbare, aber geile Eigenschaft, dass er mich die ganze Zeit high macht. Aber immer wenn man den Zauberring anzieht, wird das Böse stärker. Der gehört einem Ultra-Zauberer. Mit seinem Zauberring ist der so ultra, der wird dich voll in den Arsch ficken. Ich zaubere gleich mal einen Ring um die Augen. Bleib mal leger. Lass heute Abend mal wacken gehen. Was ist wacken? Das ist wacken. Einmal im Jahr kommen hier alle bösen schwarzen Männer aus Mittelerde her, um mal richtig die Sau rauszulassen. Lächerlich. Wenn du dich mit dem Teufel einlässt, verändert sich nicht der Teufel. Der Teufel verändert dich. Scheiße, die Dorfnutte. Die macht sogar für dich die Beine bereit. Oh, nee, ich hab kein Geld, ich bin pleite. Scheiße. Ach, das geht aufs Haus. Los jetzt. Wenn ihr Koks mit Mehl puncht, dann schwächt das das Suchtgefühl eurer Kunden. Also nehmt am besten Backpulver zum Strecken, dann könnt ihr die normale Menge zum doppelten Preis verticken. Doch wenn ihr zu viel Backpulver nehmt, dann kommt eurer Kunde und BOOM, verpasst euch eine Kugel zwischen die Augen. Also merkt. Der ehrliche Pusher wird von Bullen umzingelt, doch beim klugen Puncher steht die Kasse klingelt. Da ist er! Ich Bosser! Scheiße, die kleinen mich ab! Ey, weißt du eigentlich, wie gut ich Bauch reden kann? Scheiße, Alter, ich hab's im Strecken total übertrieben. Ey, wenn die mich kriegen, bekomm ich einen Frog Splash. Die matchen mich mit einem Bulldog und kommen mit einem Flying Crossbody. Und am Ende zermalmen die mir die Beine mit Words of Jericho. Laber nicht. Ich bin zwar übelst dicht, aber ich werde jetzt eine Raider hunten, obwohl ich auf übelste Art und Weise als Air Roller. Was ich euch sagen will ist... Genau. Ihr seid alle ein Haufen erbärmlich gammeliger Hurenkinder. Oh. Eure Väter sind nekrophile Schwanzlötchen Arschgeburten. Komm mal her! Und außerdem sind eure riding Eltern Geschwister. Ach ja, noch was. Alle Mittler haben kleine Schwänze. Yo. Hier spricht Gott. Gib Gandalf deinen Ring. Vergiss es, Gandalf. Deine Tricks ziehen bei mir nicht. Njam, njam, njam. Ey, pass mal auf, du kleiner Hoden. Weißt du eigentlich, wie weh so eine Kopnuss tut? Was denn? Pass mal auf, Junge. Ich kann dir den Ring nicht geben. Der ist gefährlich. Jedes Mal, wenn einer den Ring aufzieht, wird das Böse um einiges stärker. Da ich aber eine äußerst wichtige Person bin, ist mein Wohlergehen von höherer Priorität als das Beschützen der Armen, Krüppel, Behinderten, Kinder, Spastis, die essen, was ich wegwerfe, Penner in Mülltonnen. Ja, ich hab's verstanden. In letzter Zeit vielleicht auch nicht mehr so. Ich brauch was Härteres. Vielleicht habe ich was Härteres für dich. Elrond McBong im Elbental. Der Typ hat Zeug, da fliegen dir die Löffel weg. Du kriegst die Adresse aber nur, wenn du mir deinen Ring hier lässt. Fick dich und deine Mutter, du Hurensohn. Ich brech dir die Beine. Das sind zwei Tage zum Beispiel bis zum Elbental. Was soll ich mir bis dahin reinziehen? Halt's Maul, du Hurensohn. Ein Sturm von Kopfnüssen wird auf dich niederhageln.
Und meine stählerne Faust wird ich in 1000 Stücke zerreißen. Es tut mir leid. Da, wo du jetzt hingehst, gibt es 5 von den Ringen. Wuhu, see ya. Ich brauche Drogen jeden Tag. Ich brauche Drogen, so viel ich mag. Muahahaha. Schwachkopf. Der wird sich wundern. Das also ist der eine Ring. Ich habe 2 Optionen. Ich könnte entweder im Buch des unendlichen Wissens Nachforschung anstellen, um die Armen und Schwachen vor dem Bösen zu bewahren und dem Licht zum Siege zu helfen, oder... Oh, geiles Zeug, ey. Boah, haut da rein. Hey! Oh. Huh? Was ist das denn? Oh. Boah, Gandalf. Man kann aber echt übertreiben. Ey, wie viel Johnnies hast du hier schon reingepfiffen? Boah, Alter. Guck mal. Du hast meinen Ring. Hä? Tu ihn da rein. Weißt du was? Hier. Kannst du haben. Ach du Scheiße, ist der Preis. Ah! Die Wände kommen immer näher. Ey, was soll das? Ich muss hier raus. Ich werd verfolgt. Ey, bleib hier, du Missgeburt. Verpiss dich doch. Was war das? Ich geh jetzt nach Jamaika. Da, wo der Hanf blüht. Denn ich bin Reggae-Gandalf. Wacken? Ist schon vorbei, du Spasti. Hau ab! Drogen! Ey, gib mir den scheiß Ring wieder! Der Samba hat grad Scheiße da! Gib her, Spuste! Ey, hallo? Geht's noch? Komm mal klar! Ey, bleib mal sportlich! Mein Homie Jamal hat mir vertickt, dass auf dem Ring das Geheimnis für den ultimativen Flash steht. Hier, nimm ruhig, er ist kalt. Du kannst mir vertrauen. Was ist das? Genatzt. Was ist denn da? Was glänzt da denn so? Das ist doch bestimmt wertvoll. Bestimmt Gold. Wie? Goldene Kugeln etwa? Das sieht doch nicht aus wie eine Kugel. Nee, das ist doch ein Ring. Was steht da? Wir buffen, bis wir umfallen? Was? Oh. Kann doch nicht sein. Jamal, der Lutscher hat mich verarscht. Ah nee, ich hab mich verlesen. Da steht, wir batzen bis zum Fall. Ah, es ergibt Sinn. Wir müssen also mal ordentlich kiffen. Steht da noch was? Ja. Da steht Made in Bangladesch. Ey, wir batzen doch jetzt, bis wir umfallen. Aber machen wir eigentlich, wenn wir am Boden liegen. Willst du mich zu deinem Kaffee? Was fällt dir eigentlich ein, Milch in meinen Kaffee zu gießen? Das ist doch gar nicht mal schwarz und lecker. Ey, lass mal Stimmen tauschen. Oder was? Na, alles klar. Ja, okay.
um nochmal auf die Sache mit den goldenen Kugeln zurückzukommen. Das müssen wir jetzt aber nochmal erklären. Meinst du etwa Rocher? Goldene Kugeln? War das nicht Raffaello? Aber die sind doch weiß. Und ohne Schokolade. Dann also nicht Raffaello? Ja, nee, die müssen ja golden sein. Aber was ist denn jetzt, wenn man Raffaello in Goldfolie einwickelt? Trottel, das sind doch keine Rocher. Da sind doch trotzdem keine Nüsse drin. Wie? Sind Koksnüsse zwar keine Nüsse? Ja, das sind halt zwei verschiedene Sorten. Aber da gibt doch noch zwei. Ja, aber die sind doch nicht von Ferrero. Und auch ohne Nüsse. Das ist wie mit den Nimm zwei und den Küsschen. Du kriegst gleich zwei Küsse von meinem Stiefalter. Du willst mich küssen? Dann klatsche ich aber zweimal in die Hände. Stimmt, klatsch gleich zweimal. Ich klatsch dich und du klatsch auf den Boden. Ja, dann machen wir das so. Pack den an. Deine Zahnbürste greift morgen ins Leere. Ich glaub dir, aber diese Holzlatte hier, die glaubt dir nicht. Hey Gandalf. Was, Mann? Wo gehen wir eigentlich hin? Ach, halt die Fresse, du Penner. Ey Qualle, was folgst du mir eigentlich? Ey Polo, warte mal, wo gehen wir eigentlich hin? Halt's Maul, Qualle, nerv nicht. Boah, ne, du schon wieder. Hi, Vater. Was denn für ein Vater, ey. Ich glaube, ich muss dir mal einen vor die Maske matchen. Pass genau auf, was du sagst, oder ich hau dich kaputt. Ey, was willst du denn, du Spack? Komm auf dein Leben klar. Und vor allem auf deine Frisur. Was? Und ich hab erst gestern auch die Haare glätten lassen, du Schwuchtel. Zweitens, egal was du willst, warum du hier bist. Vergiss es und verpiss dich aus meinem Turm, du Bastard. Eigentlich bin ich nur hier, weil ich dir meinen neuesten Move zeigen wollte. Ich bin seit neuestem nämlich Breaker Gandalf. Tanze Samba mit mir. Samba Samba die ganze Nacht. Tanze Samba mit mir. Ey Qualle, was machst du denn da? Ich dachte jetzt erstmal hier einen Baum und so. Ja, das ist eine nice Idee, Mann. Mann, das war echt der Hammer-Trip. Ich bin jetzt Pferde-Gandalf. Und ihr bringt diesen scheiß Ring jetzt zu Aaron McBong. Na, siehst du? Und wenn ihr Bilbo seht, den Assi. Was für ein Ding? Ganz ehrlich, der hat noch Zeug von mir. Trefflich. Qualle! Ey, was läuft? Ey, Qualle? Hat der eigentlich schon mal jemand gesagt, dass du aussiehst wie ein Mädchen, was aussieht wie ein Junge? Fett. Ey, du fettes Stück Scheiße, was ist los mit dir, Mann? Hör mal auf mit der Träumerei. Wir haben Meeting. Träum hier nicht so dumm rum. Lass los, noch ein Bauen. Schön eine Harze. Ey, was labert der mich wieder von hinten an? Ja komm, Digga, aber pur, ne? Ahnmai, die ziehen schon wieder hindurch. Aber ich hätte auch wieder hart Bock. Echt. Oh Mann, Gandalf, ey. Ganz ehrlich, du bist den Scheißtag nur am Harzen. Das geht echt nicht mehr klar mit dir. Oh, ich schieb mir mal einen hier. Digga, was Harzen? Ich war in letzter Zeit nur wandern. Was? Wer hat dich denn gefragt, Pussy? Ganz ehrlich, guck dich mal an mit deinem Scheißbart. Warum ist der so lang? Sind da Titten drunter oder was? Und du weißt doch gar nicht, was abgeht. Ganz ehrlich,
unsere Grasplantagen sind dermaßen am Abkacken. Digga, ganz ehrlich, nur weil ihr das mit dem Scheißdünger nicht hinkriegt. Mach mal nicht so auf Dicken jetzt, ganz ehrlich, wenn das meine Plantage wäre. Das Zeug würde blühen in den schönsten Farben. Plan das endlich mal, du Bastard. Ey, aber jetzt noch was. Wie kriegst du das mit deinen Zöpfen so geil hin? Ey, Junge, hast du deinen scheiß Bart geraucht oder was, du Hurensohn? Wir haben ganz andere Probleme. Der scheiß Ring fickt uns alle. Die Preise gehen in den Keller, Gandalf. Was sollen wir denn jetzt machen? Du musst ihn zerstören. Ja, du hast richtig gehört. Du musst ihn zerstören und es ist mir scheißegal, wie du das anstellst mit dieser Kacke. Oh Mann, ey. Und nimm deine scheiß Kollegen mit. Ah, meinetwegen. Aber vorher zieh mir noch einen durch, du Hund. Oh nee, na gut. Aber dann bin ich danach wieder so breit. The mother, the scheiße, the wheat by the kaputt, ich, the Hartz IV, the Konkurs, alle tot, scheiße, mit der Ring und so, jetzt. Man kann nicht einfach nach Mordor reinlaufen. Da ist es dunkel und da braucht man Taschenlampen. Und es ist kalt, da muss man sich warme Schlüpper anziehen. Und das Auge. Was denn jetzt für ein Auge? Das guckt so böse, da krieg ich mir richtig Angst. Ich sag's euch, Jungs. Facebook ist da einfach nicht. Da gibt's kein WLAN und so. Und über die Mauer kommt ihr auch nicht. Ey, Scheiße, Alter. Wer seid ihr überhaupt? Sag mal, Junge. Fällt dir eigentlich was ein, wenn ich sag, dumm wie Scheiße? Pack mich nicht wieder an, du Schwuchtel. Ich bin Aaron. Ach du Scheiße. Der Gärtner. Und ich bin Alkoholiker. Erfreut, ich hab dich derbe lieb. Ja, Mann, Gangling, was ist los? Aber nicht mit dem. Gut. Ich hab da noch einen Handscheinwerfer. Scheiß Kapitalisten. Den könntet ihr haben. Ey, Schmuck! Ich will auch mit zu den Dinosauriern, Marihuanas, Lolli lutschen und so weiter. Ey, ich will Bier, Titten, Koks, Nutten, alles. Ich will überwerten, ich will Farben sehen, Mann. Ja, und ich will, dass ich meinen Vater mal stolz mache, weil er hat mich als kleiner Junge immer von hinten. So, weißt du? Nö. Welcher Vater du hässliche Klingelfotze? Ja, Vier Ticker auf dem Weg, den Ring zu zerstören, um unsere Grasplantagen vor dem Untergang zu schützen. Okay, Frodo, du ziehst das durch. Okay. Ach du Scheiße. Ey, Gandalf, kommt das jetzt nicht ein bisschen hart homo? Ich meine, so eine Frau, nur Männer. Halt die Backen. Manchmal muss man seinen Arsch riskieren. Thank you.
Gandalf, Mann, ich scher. Dein Bart meinst du? Er ist weiß, aber ich glaub ihm nicht. Ist so lang. Du Opfer, ey. Wir haben dich doch sowieso noch mitgenommen, damit wir auf dem Behindertenparkplatz können. Da sind noch Vögel! Vögel. Also Mr. Albatros, kenn ich lang. Das sind keine Vögel. Damit kenn ich mich aus. Das sind Kapitalisten! Kapitalistenschweine! Läuft! Läuft! Digga, die wollen meinen Ort. Digga. Komm, auf den Berg. Ey, Gandalf, Digga, aber doch nicht. Ey, Digga. Die können nur 2000 Meter, Mann. Die wollen meinen Ort. Entspann dich mal, Junge. Da müssen wir hoch. Ey, bist du behindert? Ja, scheiße. Hoffentlich ist jetzt der richtige Berg. Das ist Schnee, Schnee, Schnee! Die Jungs sind keine Alkoholiker, die vertragen nicht, dann müssen wir runter! Nein! Die Scheißvögel haben meinen Weed nicht bekommen. Wenn wir oben sind, gibt's Party, Jungs, das schwör ich euch. Schneeballschlag! Zugsklinik, da bringen wir uns hin. Irgendwas stimmt doch hier. Ich hab mal Goldfisch gegessen. Irgendwie, ihr zieht's übertrieben. Ah, Beretta, 9mm, was los? Alter, was ist das für eine Scheiße? Komm mal zu Papa Gandalf. Ich umarm dich mal kurz, aber denk mal nicht, dass du meinen Bart kraulen kannst. Ey, was für ein Scheiß? Boah, überall Schnee. Ey, ich glaube, ich zieh eine Leine. Hey, Frodo. Du bist wie ein Sohn für mich, deswegen verrate ich dir mal was. 3 mal 3 ist 7. Was? Ich weiß, das checkst du nicht. Nee. Deswegen darfst du es auch niemandem sagen, das ist mein Geheimnis. Namen, Dubinski. Ey, Gandalf, was schiebst du denn jetzt für einen Film? Das ist kein Film. Das ist eine Synchro. Ey, was geht denn jetzt mit dir, Mann? Da sitzen ein paar Idioten vor dem Mikro und labern Scheiße rein. Wie du. Und machen alles total sinnlos. Wenn du ganz genau aufpasst, dann hörst du das auch, du Fixer. Armer, voll der Uhu. Digga, hier muss das irgendwo sein, dieser Scheißladen. Digga, und wenn die ihn finden, wir gehen rein. Ist so. Ich denke, das ist eine Mauer. Dieser Huren. Ey Jungs, das ist völlig die falsche Adresse hier. Das sieht eher aus nach Dresden 45 und nicht nach Klinik. Was? Dresden? Ey, hier ist voll die Inschrift. Ey, mach mal Licht! Ey Jungs, ich bin Alkoholiker. Ich bin Kapitän Tosi. Ich fahre die großen Perry, Mary Queen und so. Ich lese mal vor. Afro-Schranz, Ethno-Gabba und Schlager. Nur sonntags. Ich glaube, Gandalf kann gar nicht lesen. Er ist voll der Club. Ey, Jungs, das ist voll der Club. Da geht's voll ab. Da will ich rein. Guck mal, Stock gegen Wand. Mach mal auf! Armer Legolas, weißt du was? Mhm. Ich war mal im Mieser-Club, so, da gab's nicht mal Garderobel, da haben die Leute, sie haben sich aufgehängt, weißt du, mit ihren Klamotten so. Das war übelst Killer. Aber weißt du, was noch viel heftiger war? Da gab's nicht mal mehr Getränke, sondern da gab's einfach nur miesen O-Saft.
Also irgendwie geht hier eine Party. Ein Pfeil! Meiner Meinung nach wäre jetzt Republikflucht das Beste. Ey, ihr seid echt so schwul, das geht echt gar nicht, ey. Ganz ehrlich, weißt du, ich komme hierher und will dick Party machen. Und ihr seid nur am Rumlungern, ey. Ganz ehrlich, Legolas, du bist echt die schwulste Sau von allen. Ach, scheißegal, ey. Lass mir von euch jetzt hier nicht die Stimmung versauen. Das ist echt der mieseste Club seit langem, ey. Ich will jetzt ein Drehen. Ein Zwirbeln, ein Baffen, ein Harzen, ein Bauen, ein Knuspern, ein Zischen, ein Blubbern, ein Kräuter, ein Jochenanruf, ja, ein Piefen, drüben bauen wir alle ein Pallern, ein Heizen, wieder ein Bauen, ein Böffen, ein Kleistern, ein Starzen, ein Dampfen, ein Spazieren gehen. Zieht euch das rein. Hier geht's nochmal hoch. Guck mal, da sind überall Leitern. Da geht's nochmal hoch. Und guck mal, wie das gemacht ist. Ey, mit so viel Liebe zum Detail. Ey, mir geht echt einer ab, wenn ich das sehe. Warum zieht der denn alle so eine Fresse? Du auch, Legolas. Schwuchtel, ey. Wie kann man hier nicht abfeiern? Mami, scheiß Altkleidersammler, da wächst gleich was anderes in der Wand, und zwar dein Kopf, Junge. Ach, fick dich doch, du Zwerg. Da läuft doch irgendwo Musik. Diese Wettbämme, Bräuler. Dann eine Tüte Puffreis als Sättigungsbeilage. Das wär's. Alkoholiker. Ich bin Neuf. Was willst du denn jetzt schon wieder, Mann? Ey, wenn du ein Tier wärst, was wärst du denn? Ey, normal ein Löwe, Mann. Ich wär ein Schaf. Immer voll Gras. Und wenn ich ungeschoren davonkomme, dann krieg ich meinen Stoff überall hin. Der ist gut, ne? Den hab ich aus dem Internet. www.deine-mutter-denkt-sie-wie-ein-hobbit-und-heißt-frodo.de. Scheiße, Mann. Jetzt kriege ich gerade übelste Paras. Hey, die müssen mal echt die Mucke leiser machen. Das nervt mich voll. Junge, wat? Ey, das ist doch meine 5000 Watt Bassmaschine, Junge. Ey, Mann, krass. Das hörst du raus? Ja, normal. Ich kenn doch meine Bassmaschine. Weißt du, was ich dafür bezahlt habe? Gar nichts, aber egal. Ich meine, ich lasse mir das Ding doch nicht einfach abziehen. Ich bin Gandalf. Ich bin immer nicht irgendwer. Diese Vögel. Weißt du, auf dem scheiß Berg. Ich habe auf meinen Ott aufgepackt. Aber die haben mir die scheiß Bassmaschine abgezogen. Ich kann doch nicht auf beides aufpassen. Ey, Gandalf, wir müssen echt mal über eine Behandlung reden. Was? Ich behandle gleich dein Gesicht mit meiner Faust, du Schwuchtel. Jetzt fällst du mir auch noch in den Rücken. Gleich gibt's Krieg, Mann. Übrigens, weißt du, was Religionskriege sind? Das sind Konflikte zwischen erwachsenen Menschen, bei denen es darum geht, wer den cooleren, imaginären Freund hat. Und meiner ist echt der coolste. Ich zeig ihn dir, wenn du Bock hast. Weißt du? Der ist derb riesig. Und hat so dicke Ohren, Mann. Komm mal klar. Und so einen dicken Feuerschwanz. Ey, der, da stehst du doch was da. Was geht bei dir denn ab jetzt gerade, Mann? Ich glaube, ich höre ihn kaum. Boah. Krass, da kommt er. In die Nähe. So, Jungs. Ich gehe jetzt runter und hol mir meine Bassmaschine wieder. Und dann gibt's dick Party. Aber merkt euch, wer anderen eine Grube gräbt, sollte nicht mit Steinen werfen. Nee, Mann. Das kommt nie gut. Ganz ehrlich, irgendjemand muss nochmal auf den Elf passen. Es geht doch nicht weiter. Wir werden alle untergehen wegen dem Arschloch. Ein Licht! Hier sieht's aus wie bei mir zu Hause. Ich bin nämlich Alkoholiker. Ey, Gunner, was steht denn da? Das ist Deutsch. Das kann ich nicht lesen. Nein, der geht nichts mehr. Der ist so krank. Digga, habt ihr die Glocke gehört? Allah! Ja! Halt dein Maul. What? Äh?
Scheiße. Oh nee. Arschkallen. Junge, du hast meine Bassmaschine gefickt. Hör dir mal den scheiß Sound an. Wichser. Türsteher! Oh. Oh. Let's go, oh. Riverside, motherfucker. Oh, Scheiße, die sind sauer. Na und, den Auge ist Ori auf die Schnauze. Let's go. Shit, ich hau ihn auf die Fresse, der die Hunde, ich geb ihn, da geben sie mir und da geb ich wieder ihn, dann sind sie alle tot, shit. Yeah. Boy, wie geht? Hoffentlich guckt der Adam jetzt. Wo ist denn die Musik hin? Jungs, jetzt ist Restefick. Nehmt, was ihr kriegen könnt. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Was ist mit Gandalf los? Der ist so Alkoholiker. Gandalf! Was denn? Ne Brücke! Du Hurensohn! Ich dachte, wir wären Freunde. Jetzt gebe ich dir mies auf die Fresse, du Wichser. Pucke! Ball! Flieg! Gegeben dir. Ah, ah. Jungs! Bringt mir was von Mackis mit! Ein Doppelcheese und eine Cola! So eine Scheiße mit der Scheiße hier, so eine Scheiße hier. Ja, ich bin Alkoholiker. Hat uns voll im Stich gelassen und die Handschuhe war da auch noch. Ja, komm, bewegt eure Ärsche jetzt hier hoch. Wir sind endlich weiter. Und du stehst jetzt erst auf frische Scheiße. So. Es war einmal am Osteingang des Afro-Strands Ethno Gabba und Schlager. Flops. Die Ticker, die loszogen, den Dreh zu vernichten, verloren ihren lila Gandalf und machten sich auf die Suche nach ihm in der St. Lorenz-Zugsklinik im Wald.
Digga, ich schäme, wenn der Scheißspaß nicht da ist. Ich schäme, Digga. Digga, ich schäme, wo sind wir überhaupt hier? Mein Wolf ist beim Alkoholiker. Der war auch hier. Aber warum? Ich glaube, ich muss was sagen. Hä? Ja, ich meine, so, seit der Gandalf weg ist, bist du der Einzige, auf den ich aufgucken kann und so. Und ich hab dir jetzt mal so ein Lied geschrieben. Hä? Ja, das singe ich jetzt nur für dich. Ich sah ihn zum letzten Mal auf der mittelgefickten Backsteinbrücke. Ich glaube, ich halte nicht aus, er hinterlässt eine Lücke. Ich kann meine Sorgen nicht mehr loslassen, wissen. Du bist mir ein Lächeln zu, in diesem Mensch spüre ich kein Schaffen. Du verborgest halt mir zu, in deiner Hand eine Dose. Ich trock nichts an der Kante, du beschmeißt mich mit der Dose. Weiß Wolfer Mantel, Breitling, Schwert vor dir steht ein richtiger Mann. Du legst mich auf den Backstein, nimm 10 Meter Anlauf und dann. Tiefer gelegte Fähre und so kenne ich Schlamm. Weißt du, ich war so Titanic. Kete-mäßig, knick-knack. Oh, kann der dreckige Ausländer nicht mal so eine Fresse halten? Ehrlich, ich schnapp's Gandalf so hardcore, wenn wir wieder zu Hause sind. Das war so ein Schnaps. Ey, Digga. Wir sind derbe am Arsch, Alter, weil wir Gandalf verloren haben. Wir müssen uns so mäßig quadratisch aufteilen, so, und ihn hart suchen, ho. Das war eigentlich eine gute Idee. Ich würde sagen, das machen wir einfach so. Scheiß Spaß, Alter. Das ist ein Fluss. Das ist kein Fluss. Das sieht nur so aus. Kannst du mir aber glauben, ne? Ja, aber... Dann ist das ein Bach. Ich hab mal Feuchtgebiete gelesen, ist Digga. Ja, hey. Ja. Ja, Jungs, da rauchen, oder was? Digga Qualle, warum stecken Sie sich eigentlich mit mir in der Gruppe? Ich bin so ein bisschen Übergruppe. Wir werden Gandalf so mäßig als erstes finden. Hat irgendjemand einen Plan, wo er sein könnte? Aragorn, mach mal Ansage jetzt. War's los. Ja, eigentlich nicht so. Aber ich kenne so einen Wald. Da haben wir früher immer den Eichhörnchen LSC gegeben. Um zu gucken, was sie machen. Die sind heute alle gottesselig. Alkoholiker. Ey, sag mal Sam, wo sind wir überhaupt? Das weiß ich doch auch nicht. Die Ticker teilten sich also auf, um die Suche nach Gandalf möglichst erfolgreich zu bestreiten. Der Scher, was ist das für ein Loch hier? Das ist voll dunkel hier unten. Voll duster. Der Scherle! Hör mal die Schnauze jetzt hier!
Sonst knurre ich deinen Sack und deinen Bart zusammen. Ich weiß ja nicht, ob wir Gandalf hier finden sollen. Aber wenn wir ganz so lang laufen, dann kommt er auch. So mäßig. Ich hab mich einfach so gebeamt. Was? Wer bist du denn? Der junge Gandalf, Junge. Ja, Gandalf. Ja, Mann. Ja, du bist so weiß und leuchtest und so frisch. Junge, deine Mutter leuchtet frisch. Ich hab mir neuen Style zugelegt. Ja, Power, Digga! Jungs, Ansage jetzt. Ich muss euch jemanden vorstellen. Wir cruisen jetzt zu meinem Bruder. Ich bin nämlich jetzt Broder. Ey, sag mal, Sam, wo sind wir hier? Eigentlich? Gandalf, was du denn da? Ich warte auf Brieftauben. Die sollen mir eine Ladung bringen. Schön ein paar Hanfkekse und ein paar Bonbons, du weißt schon. Dann ziehen wir erstmal wieder einen durch, Mann. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Schiss, dass die mit dem Zeug durchbrennen. Weißt du nie, du kannst den Typen nicht vertrauen. Dir kann ich doch vertrauen. Wenn du mich verarschst, dann bänge ich deine Mama. Das weißt du schon. Dann nehme ich sie hops, Junge. Aber im Ernst, wenn die Scheißvögel die Orientierung verlieren, dann sitzen wir auf dem Trockenen. Dann muss ich meinen verdammten Bart rauchen, Junge. Mir juckt schon alles. Meine Arme, meine Beine. Ich kann einfach nicht mehr Aragorn. Ich brauch deinen verdammten Whisky, Junge. Junge! Ich hab schon die Asche meines Joints geschnupft. Bringt einen verdammten Scheißdreck, kann ich dir sagen. Wenn du hässliches Stück Scheiße mich noch einmal nach meinem Whisky fragst. Was? Bring ich dich um. Was lassen wir, du Scheiße? Wo sind wir denn hier überhaupt, Ey, Mary. Hä? Ich glaube, wir haben echt voll den Hammertrip vor uns, Mann. Jo. Ja, hör mal, ich hab da so ein paar schwerwiegende Probleme. Ich hab diesen Drecksring an den Hacken, um den sich hier sowieso keine Sau mehr schert. Und MacBong, der Dreckspusher, hat mir nur diese Vollamateure zur Seite gestellt. Hast du wieder Koks mit mir gepatscht, oder was? Hä? Ja, das ist noch nicht alles. Es gibt mal wieder Stress mit Vater. Los, Mann, ja. Erzähl mal deine scheiß Story. Und so erzählt der Gandalf die Geschichte von seinem Vater und dem Style. Tag, Vater.
Sag mal, was denn überhaupt für ein Vater, Junge? Was willst du? Ich will dir nur schnell was zeigen. Was willst du mir jetzt schon wieder zeigen, du arbeitsloser Spacken? Brauchst du bestimmt nur wieder Geld. Nee, nee, darum geht's nicht. Um was geht's denn dann? Immer wieder dasselbe mit dir. Glaub mir, ich bin gut bei Kasse, Junge. Bei mir läuft's. Aha, und was läuft? Letztes Mal, als du hierher gekommen bist, musste ich schon wieder Geld holen und dich von den Bullen abholen und irgendeine versoffene Cracknote im Kanal versenken. Das war mal, Mann. Glaub mir, bei mir läuft's richtig gut. Ich hab übertrieben geile neue Dance-Moves gelernt. Die zeig ich dir gleich. Ich glaube, ich muss die mal wieder übertrieben einfach die Maske matchen. So, Junge. Hat dir mal ein bisschen Musik angemacht? Jetzt kannst du mal schön zeigen, was du kannst. Du bist nämlich ein scheiß Spacken. Boom Funk MC! This is a quarantine facility. An informant witnessed a killing spree. Militant militancy came to fill the vicinity with energy. Enemies paid the penalty in this league. See, I'm not easily satisfied. And I'm not hard to please. When I'm hot, people are gratified. If I'm not, ja, weißt du, ich meine übertreibt übertrieben. Ich habe mir eigentlich nur meinen Style zurückgeholt. So Breaker Gandalf-mäßig. Du musst mir jetzt jedenfalls helfen. Ich fass hier mal so an. Weißt du? Damit da auch Gefühle dazukommen und so. Das ist eigentlich voll die wunderschöne Sache. Ich hatte auch mal sowas. Mit der Chantre. So eine verdammte Scheiße, Mann. Ich hatte echt keinen Bock drauf, ey. Ich habe jetzt so eine Heilsehe. Da kocht bei mir das Blut über. Ich habe jetzt keinen Bock auf die Scheiße, Mann. Ich hab das. Ich helfe dir natürlich, Mann, aber wir haben echt nur eine Lösung, Mann. Und die heißt Krieg. Das ist ja eigentlich so eine schöne, leckere, heiße Sache. Aber hier können wir nicht bleiben. Die Inneneinrichtung hat mich Vermögen gekostet, Mann. Anhört mal. Das heißt, wir gehen jetzt nach Helms Klamm und Gandalf geht los, unseren Cousin Eomer holen. Jungs, wisst ihr schon das Neueste? Wenn man Pferden Rattengift zu fressen gibt, dann fangen die an zu pfeifen. Ey, sag mal, Sam, wo sind wir überhaupt? Ja, verpiss dich mit der dreckigen Scheißerle! Heute ist Labö fällig. Ne? Und wo ist die denn ausgebrochen? Ja, ich hab dir selber gemacht, mit Kartoffeln. Was ist denn das jetzt? Hey, Scheiß. Das ist ja nett. Da ist überhaupt keine Rum drin. Dreige Schlampe. Sag mal, was war ich? Bohnenmehl, der Vollidiot. Genossen und Genossinnen und Genossen und Parteigenossen. Wir sind alle hier. Alle hier sind wir hier. Jawohl. Und ich bin hier ganz alleine raufgeklebt auf den Lärm. Aber ich bin am Morgen aufgewacht, weißt du? Und haben mir voll den Kopf angehauen. So richtig schön an der Bettkante dran. Jawoll! Aber leer um! Für Freiheit! Für mehr Atomkraft! Und für den fünften Teil! Wo sind wir jetzt hier eigentlich? Ich weiß das auch nicht, Chef, sorry. Ey, Chef, alles okay? Chef? Chef, sind Sie immer noch so besorgt? Ey, du kennst Vater nicht. Was denn für ein Vater? Ihr seid adoptiert. Der ist richtig sauer. Und ich zum Fresse! Thank you.
die Eier zusammenkneift, niemand wird mir frei. Mein Style-Clown. Wenn du dich mit dem Teufel einlässt, ändert sich nicht der Teufel. Der Teufel verändert dich. Was du? Das regnet ziemlich doll. Oder vielleicht schneit's auch. Was für ein Spaß. Das ist alles. Das ist alles, was du kannst, Vater. Wirklich, weil das ist sehr, sehr, sehr süß. Gandalf kommt nicht mehr. Der liegt irgendwo zugedröhnt an einer Palme und zählt Hamster. Ja, weil wir ganz soll dann glauben. An was denn, ne? An Gandalf. Dann kommt er auch, Digga. Mann, ist das wieder voll bei Mackis. Da kannst du eigentlich nur noch schnell einen Double Cheese grabben. Es gibt ein Kro! Dann bist du den ganzen Sonntag wieder voll im Arsch. Ja, scheiß auf. Ja, das ist ja wie ein Fear and Loathing, Junge. Ja, stimmt eigentlich, Junge. Wir haben es nur mehr übertrieben. Hm? Ich meine, zieh den Laden hier mal rein. Ich brauche ja was zu rauchen, Junge. Das wäre perfekt. Na, Junge.
Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Lade mich. Oh mein Gott, frisches Zeug. Südlicher Graubündel mit waldiger Note. Ja, meinst du, die machen noch einen fünften Teil? Ja, normal. Ich mein, die haben... Ist doch jetzt frisches Zeug, Mann. Let's go.